Ach ja, also das war echt mal wieder eine richtig nice Shoppingtour. Aber sowas von. Und die haben wirklich den besten Bubble Tea überhaupt. Ach, ich schmeiß das mal eben weg. Ich habe keinen Bock, so viel Müll hier mit rumzuschleppen. So, perfekt. Aber Leute, also findet ihr nicht auch, dass es irgendwie, also wir hatten einen coolen Tag, aber also irgendwie wäre es doch auch schön, wenn Cassie mitgekommen wäre, oder? Ja, da sagst du was. Das wäre schon cool gewesen. Aber sie muss ja jetzt lernen für die Schule. Ja, ich meine, Schule ist wichtig, ja, aber es wird ein bisschen überbewertet, findet ihr nicht? Also ich meine, wir sollten alle lernen, aber jetzt deswegen nicht mehr zum Shoppen zu kommen. Also ich bitte dich. Ja, ganz ehrlich, kann ich irgendwie auch nicht verstehen. Erstmal hat sie da ihren komischen Freund Torben und jetzt macht sie einen auf Streberin. Und außerdem, naja, Carla, du warst doch immer die Streberin. Ich und Streberin? Also ja, okay, gebe ich zu, es war mal. Aber irgendwie, seitdem ich meinen neuen Look habe, bin ich irgendwie keine Streberin mehr. Also ich weiß nicht, meine Noten sind gut und das ist doch alles, was zählt. Ich bin halt keine Streberin. Ich bin halt jetzt auch cool. Wie auch immer, Fakt ist auf jeden Fall, dass Cassie anscheinend jetzt ein Streberleben führt oder wie auch immer. Also ich denke wirklich, das wird nicht von langer Dauer sein. Also ich wette, sie hat wahrscheinlich morgen sowieso keinen Bock mehr. Ja, das glaube ich auch. Hey Leute, sollen wir eine Wette abschließen? Oh ja, okay, um was wetten wir? Also ich wette, dass Cassie ab morgen nicht mehr lernt und dann wieder mit uns shoppen will. Okay, ich sage, ach komm, ich gebe ihr noch einen Tag mehr, ab übermorgen. Also gut, dann sage ich, sie hat heute schon keinen Bock mehr. Ja, der war gut. Wahrscheinlich wird es das sein. Aha, okay, ich glaube, lecker. Ich glaube, ich habe es endlich mal verstanden, so langsam. Also ist ja doch gar nicht so schwer mit diesen mathematischen Gleichungen und ich dachte mal, das wäre viel schwieriger. Aber ich glaube, ich habe es so langsam drin. Okay, wie spät? Ah ja, ich habe ja noch Zeit. Oh mein Gott. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich bin ja echt schon ziemlich lange jetzt dabei. Während die anderen nichts Besseres zu tun haben, als shoppen zu gehen. Ach, die haben nur Shoppen im Kopf. Ich meine, das kann man immer noch machen. Es gibt Wichtigeres, also zum Beispiel die Schule. Und ja, genau. Und deswegen werde ich jetzt noch weiter lernen. Also das eine Thema habe ich verstanden, aber ich lerne einfach weiter. Dann kann ich nämlich morgen extra punkten. Okay, nur noch diese eine Gleichung. Du schaffst das, Cassie. Los, du schaffst doch alles. A hoch 2 plus B Quadrat gleich D und C. Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Ich pack das nicht mehr. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe den ganzen Tag nur diesen Blödsinn gelernt und oh mein Gott, ich glaube, ich werd verrückt, Leute. Nein, ich werde nicht verrückt. Doch, ich bin nicht verrückt. Nein, die anderen Mädels sind verrückt, weil die gehen shoppen, anstatt zu lernen. Die sind verrückt oder bin ich verrückt? Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass ich jetzt nicht mehr kann. Ich sollte nach Hause gehen oder soll ich vielleicht einfach hier übernachten und noch mehr lernen? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich nach Hause gehe und mich einfach ausruhe. Und, oh boy, mir fällt gerade ein, ich habe mich auch bei Torben gar nicht mehr gemeldet. Und, oh mein Gott, der hat mir wahrscheinlich auch schon tausendmal geschrieben und ich war halt den ganzen Tag beschäftigt. Okay, weißt du was, Cassie? Geh einfach nach Hause und schlafe. Das werde ich machen. Morgen ist ein neuer Tag. Das war so cool gestern, diese Shoppingtour. Ja, wirklich. Und ach, mein neues Oberteil, das habe ich zwar jetzt nicht an, das ist in der Wäsche, aber das ist so geil. Ja, Mann, und die neuen Schuhe, die ich gefunden habe, einfach richtig cool. Also, Gott sei Dank sind wir da hingegangen und die hatten ja auch so viel Sale. Ach, wisst ihr was? Ich liebe Sale. Sale ist das Beste. Also wirklich. Oh, guck mal. Cassie ist ja schon da. Tatsächlich. Aber die sieht ja gar nicht gut aus. Also so überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sollen wir sie mal fragen, ob alles in Ordnung ist? Ich frag mal, Cassie? Hi, guten Morgen. Na, wie war eure Shoppingtour? Die war gut. Sehr gut sogar. Ja, die war wirklich cool. Also schade, dass du nicht dabei warst, aber du hast ja Besseres zu tun. Aber ich meine, naja, geht's dir gut? Weil du siehst irgendwie nicht so aus. Also, ob es mir gut geht? Natürlich geht's mir gut. Mir geht's bestens. Mir ging's doch nie besser. Oh, also, ja, mir geht's super. Ach, meine Augen fallen noch zu. Okay, also, Cassie, sag mal, hast du Fieber oder so? Ich meine, du kannst es ja. Ja, sag das ruhig. Wenn es dir schlecht geht, geh doch nach Hause. Nach Hause? Ich soll nach Hause gehen? Ist das euer Ernst? Damit ich noch mehr Ärger kriege oder was? Und außerdem, gute Noten kommen ja nicht von selbst. Also, warum sollte ich bitte nach Hause gehen? Okay, sorry. Wir meinen es ja nur gut mit dir. Du siehst halt etwas krank aus. Also, ich meine, nein, ich bin nicht krank. Mir geht es bestens, danke. Und da braucht ihr euch auch nicht einmischen. Okay. Also, die spinnt ja mal wieder vollkommen. Also, irgendwas stimmt da nicht. Aber gut, ich
Ich denke, wir sollten sie erstmal lassen. So, wer von euch hat denn die Hausaufgaben gemacht? Hä? Freiwillige vor. Ich hab die Hausaufgaben gemacht. Ich kann die gerne vorne vorstellen. Also. Okay, also klar, komm gern nach vorne, wenn du das willst. Das wundert mich ja jetzt. Ja, mach ich. Also, das war wirklich alles total einfach. Also, wenn man das einmal checkt, dann ist es wirklich einfach. Und, okay, seit wann checkt, also, hä? Das passt ja gar nicht zu ihr. Sie hat ja wirklich anscheinend gelernt. Also Leute, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Und dann haben wir hier die Wurzelrechnung. A gleich Wurzel, r hoch 2. Und hier dieser Kreis ist auch leicht erklärt. Hier haben wir 1,5 durch 2 halbe Wurzel. Und dann haben wir hier diese Eckenrechnung. Und, Wow, Cassie, also ich muss schon sagen, nicht schlecht. Ich merke, du nimmst das jetzt alles sehr ernst. Aber natürlich doch. Ich möchte auch gute Noten haben und, ach ja, hier, bitteschön. Das sind die Aufgaben. Ich habe schon vorgearbeitet. Sogar vorgearbeitet? Wow. Tja, Leute, so ist es gut. Also, ich würde sagen, Cassie ist hier die neue Musterschülerin. Von ihr könnt ihr euch mal eine Scheibe abschneiden. Super gemacht. Okay, ja, da Cassie schon vorgearbeitet hat, ist sie ja fein raus. Aber ich würde sagen, alle anderen können jetzt auch mal vorarbeiten, ne? Macht bitte die nächsten 10 Seiten. Bitte bis morgen, erste Stunde. Bis dann. Bitte was? Wir sollen alles bis morgen erste Stunde machen? Das ist doch mega viel. Wie sollen wir das denn schaffen bis morgen früh? Tja, Leute, ich will ja nichts sagen, aber ich habe das auch geschafft. Und zwar in ein paar Stunden, also beziehungsweise den ganzen Tag gestern. Okay, also eigentlich habe ich die ganze Nacht noch gearbeitet. Aber, tja, das könntet ihr auch schaffen, wenn ihr halt wollt und euch mal ein bisschen anstrengt, hm? Ist das jetzt gerade der Ernst? Was ist mit ihr eigentlich? Hä? Nur weil sie jetzt hier irgendwie Miss Musterschülerin die ganze Nacht gearbeitet hat, heißt das doch noch lange nicht, dass wir das auch machen müssen. Ja, ehrlich, schließlich haben wir doch noch ein Leben und irgendwas was Besseres zu tun. Natürlich auch außer shoppen. Also ich meine, ja, ehrlich, ach Mann, also die spinnt. Ach ja, das Lernen hat sich alles so ausgezahlt. Perfekt, also ich werde meine Noten auf jeden Fall schnell wieder rumbekommen. Und ich gehe auf jeden Fall nicht mit zu diesem blöden Shopping-Tour. Und das ist reine Zeitverschwendung. Oh, wer ist das denn jetzt? Wer ruft denn jetzt an? Oh mein Gott, es ist Torben. Oh, der hat mir auch schon 10 Nachrichten hinterlassen. Okay, hi Torben. Hi. Ja, mir geht's natürlich gut. Ja, ich war so beschäftigt. Tut mir leid, dass ich nicht rangehen konnte. Also, ja, ich vermisse dich auch. Also, ja, um ehrlich zu sein, habe ich halt gerade echt... Was? Nein, ich habe natürlich keinen anderen Freund. Hallo? Ich bin einfach nur am Lernen. Ja, du weißt doch meine Noten. Ich habe halt gerade so viel zu tun, dass ich für... Hallo? Einfach aufgelegt, okay? Oh, Männer, ich habe jetzt aber wirklich keine Zeit für sowas. Also, das ist Kindergarten. Ich muss weiter lernen. Also, für irgendwelche beleidigten Boyfriends habe ich wirklich keine Zeit. Oh, guck mal, wer da ist. Mrs. Ich muss jetzt nur noch lernen und Mrs. Streberin. Ach, Mrs. Besserwisserin. Ja, ehrlich, Mrs. von wegen Best Friend. Ach komm, wir gehen einfach vorbei. Ja, ehrlich. Wir beachten sie nicht. Ganz und gar nicht. Ha. Ach, die sind doch nur eifersüchtig und wollen einfach, dass ich mit den shoppen gehe oder so. Aber das können sie sich wirklich voll abschminken. Ich werde mich nur noch voll und ganz auf die Schule konzentrieren. Also, genau. Und genauso bin ich zu dieser Gleichung gekommen. Und die war eigentlich wirklich richtig, richtig einfach. Ach, Cassie, wunderbar. Alles richtig gemacht. Vielen, vielen Dank, Cassie. Ach, nicht zu danken. Und ich kann auf jeden Fall auch noch die nächste Aufgabe vortragen. Also ich meine, das war ja richtig einfach. Das war ja das mit diesem Zirkel. Ach, bitte nicht noch das. Wann ist sie endlich fertig mit Labern? Boah, die ist ja echt schlimm, seitdem sie so eine Streberin geworden ist. Ja, ehrlich, irgendwie voll fake und so. Ja, also, wenn du das noch vortragen würdest, das wäre doch super. Klar, das kann ich machen. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich einfach. Also, man nehme... Hi, Cassie. Torben, was machst du denn hier? Naja, also du hast mir auf meine ganzen Nachrichten nicht geantwortet. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas passiert oder so. Ich weiß ja, dass du jetzt gerade viel lernen musst und... Naja, du wolltest mich ja eigentlich auch besuchen kommen. Und dann habe ich gedacht, ich mache dir die Überraschung. Und damit du halt weniger Stress hast, ich besuche dich, du hast weniger Stress. Und endlich können wir uns wiedersehen. Ist das nicht toll?